herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir sind hier eben gescannt worden. Ich habe keine Ahnung warum. Und von wem. Aber ansonsten ist auch nichts weiter passiert. Wir sollen nach Brom suchen. Das ist der Bruder einer Frau, ja, unseres Stammes, muss man ja mittlerweile sagen. Und wir gucken einfach mal, was da passiert ist. Eigentlich ist er ausgestoßen. Also streng genommen dürfen wir nicht mal mit ihm sprechen. Wir können uns hier mal eben volle Energie gönnen. Muss sich ja auch lohnen. Ja, ich habe mir überlegt, also die nächste Hauptquest hat ja, ist ja erst für Level 12, aber das einfach mal zu testen mit dem Übernehmen, das kann ja nicht so schwer sein. Das klingt eher wie so eine Tutorial-Quest. Die macht man dann halt einfach mal. Ja, und den Medizinbeutel müssen wir natürlich vollkriegen. Da wäre dann ja eigentlich auch so ein Skill ganz praktisch, dass man da insgesamt mehr mitnehmen kann. Oder dass man, nee, dass man nicht mehr, also ja, auch, dass man mehr mitnehmen kann. Aber natürlich auch, dass man mehr sammelt. Aber ich wollte ja das mit dem Überbrücken machen als nächstes. Weil das irgendwie total cool klingt. Ist klar. Vielleicht hätten wir auch erst das Überbrücken testen sollen, bevor wir uns hierher aufmachen. Okay, da ist schon der erste Wächter. Können wir uns hier irgendwie... Ist nichts, um sich zu verstecken. Das ist natürlich blöd. Man kann da hochklettern. Alles klar. Verstehe. Hoffentlich war das jetzt nicht zu laut. Wir können ja welche von oben erledigen. Komm. Jetzt geht er hoch. Das muss Broms Lager sein. Ich sollte diese Wächter ausschalten. Ah, der hat da schon was gecheckt. Lass uns jetzt hier scannen. Ansonsten wäre natürlich dieser Busch auch ganz gut, wenn der nämlich nicht... Können wir eben rausfinden. Genau, der läuft nur bis da. Um. So, schnell hier rein. Wenn der Wächter kommt, können wir ihn platt machen. Dann können wir da hinten hinlaufen und den zweiten Wächter platt machen. So der Plan. Sehr schön. Können wir sogar noch eben looten. Und dann war ja da der zweite. Wo hat er mich gesehen? Eigentlich gar nicht schlimm. War das hier das Herlocken? Nee. Das war das Herlocken. Was? Die sind schon cool animiert. Wo gehst du denn jetzt hin? Der kraut sich nicht in den Busch. Ist aber komisch drauf.
Sehr schön. Okay, die hätten wir. Loot, doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. So. Kohle, Holz, Asche. Kürzlich geloschen. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Alles klar. Drücke G. Ja, ja, genau. Das ging so. Spur markieren. Dann können wir nämlich den Fokus auch wieder ausmachen. Wem gehört dieses Messer? Schon ganz praktisch. So, was war das jetzt hiermit? Ah, Eisenlegierung, Holzblut befleckt, Ursprung unbekannt. Hat jemand Brom damit angegriffen? Scheint noch mehr Blut zu sein und es führt von hier weg. Bin ich nicht von hier gekommen? Da ist uns das nicht ausgefallen, nicht aufgefallen. Das ist ja was. Na gut. Da, ein Eimer. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Juh. Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Klar. Die lassen uns doch hier nicht hängen. Ja, einfach weiter dem Fluss folgen. Kein Problem. Aha, hier ist zumindest ein bisschen was aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Vielleicht müssen wir bald ja mal wieder gegen Menschen kämpfen. Oh. Na, hat einer was mitgekriegt? Oh, die haben beide was mitgekriegt. Oh. Warum kommen die denn beide? Ksch. Ksch. Geht weg. Ein Ja, aber doch nicht zwei. Kann ich eigentlich von beiden die Spuren markieren? Okay, der eine geht auf jeden Fall hier lang. Das ist gut. Dann warten wir einfach, bis der Typ hier ist. Dann machen wir... Und dann den zweiten. Kein Problem. Schon. Okay, 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 okay. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Perfekt. Und weg ist er. Wieder ein paar Wächter weniger, die hier herumlaufen. Ach, hier geht's weiter. Ach, es ist schon schön hier mit dem Schnee. Und wir kriegen tatsächlich den, oh, da ist Feuer.
Und hier ist schon wieder... Irgendwas macht Geräusche. Ach, hier sind wir. Okay, wir sind wieder am Anfang. Ah, ich bin ja so ein Speicherfreak, ne? Immer wenn es geht, sollte man das auch mal machen. Ne, nicht manuell. Schnell speichern. Das ist verrückt. Ob das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Das wär's ja noch. Falls Brom das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Fragen über Fragen. Folge den Spuren. Was hat Brom hier gemacht? Also dann wahrscheinlich kein Kampf gegen Menschen. Höchstens gegen Brom selbst. Was haben diese Plünderer denn da? Erledige die Plünderer. Yay. Freude. Oh oh, die habe ich gesehen. Schnell ins Gebüsch. Ach du Schande. Ach du Schande. Nicht schon wieder. Ich möchte die gerne nach und nach ausschalten. Ach, das sind keine Plünderer, das sind Wächter. Naja, dann. Gut, dass wir den eben so schnell ausgeschaltet haben. Ja, verbieselt euch. Obwohl, eigentlich ist es ganz gut, dass ihr da seid. Dann kann ich euch hier alle mal... Wenn es nicht so funktioniert. Markieren wollte ich sagen. Er ist immer noch. Kann man sich nicht schön verstecken. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Schockspule. Nett. Boah, das hat ja gar nichts gebracht. Nee, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ich kann nicht gegen die alle kämpfen. Mm-mm. Daneben. Daneben. So. Uhu. Ah, jetzt helfen die mir. Jawohl. Das ist aber nett. Ja, so ist doch gut. Versuche den zerstörten Wächter. Wir haben ein Metallgefäß gekriegt. Zerstörten Wächter. Den da unten, okay. Also die Wächter müssen wir jetzt nicht erledigen. Der Plünderer hat gereicht. Achso, und dann werden natürlich hier auch Heile herstellen. Gut. Das wäre geschafft. Hm. Begrenzt. War wohl mal ein Wächter. Wie man, wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Gucken werden wir natürlich trotzdem noch. Ist klar, folge den Spuren.
Wo markieren? Wächter, wir müssen an den Wächtern vorbei. Oh, da ist ja noch einer. Okay, das jetzt zählt als hohes Gras. Hat er mich entdeckt? Ich rede gerade jeden Moment damit, dass es heißt. Wo sind denn jetzt die Spuren hin? Hier. Ich musste an die Wand ran. Na gut, gehen wir hier an die Wand. Okay, aber dann geht es doch hier weiter. Ach, hier hoch. Jemand hat diese Vorräte geplündert. Das wohl war. Ja. Ein bisschen wählerisch hier. Brum war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Jetzt dürfen wir da weitergehen. Oh. Erstmal schön Lärm machen. Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Nehme ich aber sehr gerne. Freu dich doch. Wenn er das nicht gemacht hätte, könnten wir jetzt nicht die schönen Sachen hier einsammeln. Ich schwör's. Ich bring mich um. Ich bring mich um, bevor ich hier wehtue. Was? Mir bringt hier wen um. Nix da. Ich höre dir nicht zu. Du musst erst schwören. Ich schwör's. Ich bring mich um. Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue. Du bist kein Geist. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Ich schreie nicht. Du bist ein guter Zuhörer. Also hör mir zu, wie du den anderen zuhörst. Sie sagen, ich soll nicht hinhören. Aber Olara sagt immer, wenn ich den Sprecher sehe, wäre es okay. Na gut, ich höre dir zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir. Außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst! Urmutter sei Dank! Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein! Nein, 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 nein! Nein! Bitte, Schwester! Ich kann dich nicht schützen!
Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Helfen kann sie ihm sicherlich nicht. Wie willst du das wissen? Die Stimmen, die er hört, wollen Blut. Sogar deins. Aber er würde doch seiner Schwester nichts tun. Ich kümmere mich um ihn, seit ich 6 war. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Tja, aber wir können ihn natürlich jetzt auch nicht deswegen töten, nur weil er irgendwelche Psychosen hat. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Alles klar. Dann haben wir auch mal wieder eine Belohnungskiste bekommen. Blut. Metallbrand. Rohstoff. Nehmen wir alles. Alles meins. Und wir haben 2 Fertigkeitspunkte. Das heißt, wir können die Zeit verlängern, die eine Maschine überbrückt ist. Und das heißt, wir sollten als nächstes unbedingt das Überbrückungsgerät testen. Da sind wir auch gar nicht so weit von weg. Machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.